Hallo liebe Leute, bevor das Video anfängt, möchte ich euch mal noch ein schönes neues Jahr 2017 wünschen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und ohne langes Geschwafel wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei dem Rest des Videos. Ciao. Für diese Maske benötigen wir eine weiße unbemalte Maske. Wir brauchen grüne Farbe. Wir brauchen Nägel mit den Maßen 2x40 mm. Wir brauchen roten Filz in der Stärke 5 mm. Wir brauchen Pappe und wir brauchen zwei Wackelaugen mit den Maßen 40 mm. So, zuallererst entfernen wir das Band von der Maske, denn wir wollen es ja schließlich nicht beschmutzen. Das geht ganz einfach, das Band ist nämlich nur mit Heißkleber festgeklebt, also dürfte es auch kein Problem sein, das Band abzubekommen. Jetzt wird die Maske mit der grünen Farbe angemalt. Ich habe zum Anmalen ein Taschentuch verwendet. Ich hatte momentan keinen Pinsel zur Hand, aber das sollte auch kein Problem sein. So, nachdem die Farbe getrocknet ist, kommt nun die Pappe zum Einsatz. Und zwar schneiden wir daraus zwei kleine Streifen, die wir dann in die Augenhöhlen der Maske kleben. Die Pappe dient für die Wackelaugen als Halterung, denn diese werden dort dann später mit Heißkleber befestigt. Das Ganze wird anschließend dann auch nochmal mit grüner Farbe bemalt. Gucken wir mal noch schnell, ob auch genügend Halt für die Wackelaugen da ist. Passt wie angegossen. Nun schneiden wir aus dem roten Filz einen kleinen rechteckigen Streifen ab. Und aus dem wird jetzt eine Zunge geformt. Und natürlich auch hier nochmal gucken, ob sie auch genauso passt, wie wir sie wollen. Ja, sieht gut aus. Und wenn die Zunge auch schon gleich perfekt sitzt, dann können wir sie auch direkt festkleben. So, und nun kommen unsere Nägel zum Einsatz, und zwar werden sie jetzt alle einzeln durch diese Zunge gebohrt. Ihr könnt dabei ruhig ein bisschen Kraft aufwenden, ich glaube der Filz hält das aus. Aber passt dabei natürlich auch auf, dass ihr euch nicht selber die Nägel in die Hand bohrt. Und wenn dann alle vier Nägel stecken sollten, dann natürlich auch hier wieder mit Heißkleber fixieren. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, dann können wir nun die Wackelaugen befestigen. Dafür haben wir extra die Pappe reingemacht. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn die Maske fertig ist. Und zu guter Letzt wird natürlich auch wieder das Band angeklebt. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Maske. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch eine positive Bewertung da und noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.